Willkommen zu Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Wir stehen genau vor Dogtown. Wir steigen mal hier vom Moped ab. Das Motorrad von Jackie mal nicht kaputt machen. Ich habe keine Ahnung, was mich hier genau erwartet. Aus dem Weg! Sofort! Nichts, Sir. Ihr könnt euch beide verpissen. Wir sind das NCPD. Unsere Verdächtige ist nach Dogtown geflohen. Ist mir scheißegal. Zurück in die Stadt mit dir, Bullenschwein. Das ist nicht dein Revier. Komm schon, Sarah. Das bringt doch nichts. Scheiße! Die entkommt uns. Es ist Dogtown. Lass gut sein. Hör auf deinen Partner. Der ist weniger dämlich. Weißt du was? Fick dich und dein Dogtown und dein... Können wir auch nichts für. Krieg dich wieder ein. Komm, ein Brosef geht auf mich. Ja, ein Doktor hat NCPD nichts zu melden. Okay, ich habe schon ordentliche Militärpräsenz hier direkt davor. Was hast du hinten drin? Das Übliche. Implantate. Setatec. Geht's in die Longshore Stacks? Und sonst? Leere Kisten rein, voll raus. Scheiße. Ich dachte, man fällt überschreitend. Hey, ich fahre einfach Kisten von A nach B. Stimmt auch. Regel Nummer 2. Kein Kommissar. Wir wollen euch nicht. Regel Nummer 3. Meine Leute sorgen hier für Zuschauer und Sicherheit. Sie sind das Gesetz. Fuck! Erwischt das sogar mal Johnny mit? Alles wird gut. Atme durch. Zähl bis 10. Sprich ein Mantra. Was immer dir dabei hilft, dich zu beruhigen. Dein Nervensystem hat mächtig was abbekommen. Herzrasen. Schweißausbrüche. Wird gleich besser. Ja, vielen Dank. Was? Was machst du? Ist das eine Falle? Im Gegenteil. Ich helfe dir. Sicher. Ich weiß von der tickenden Zeitbombe in deinem Kopf. Wenn ich sie entschärfen könnte, würde ich es tun. Gleich geht's dir besser. Keine Sorge. Wie? Die Sache stinkt. Ich glaube, sie... Sie macht was mit dem Relic. Wie zum... Stimmt, Johnny. Aber keine Angst. Euch passiert nichts. Ey, fick dich! Wenn wir beide auf dem Biochip-Protokoll aktiv sind, kann das bei Wie Schocks auslösen. Ich muss dich abstimmen. Was zum Zu deinem und zu Wies Sicherheit. Ich musste ihn stumm schalten. Er hört dich weiterhin, kann nur nicht mit dir reden. Geschieht ihm mal ganz recht eigentlich. Langsam wird die Sache klarer. Du bist Netrunner, oder? Und zwar eine richtig gute. Richtig geraten. Hab mich übers kognitive Protokoll des Relics reingelassen. Ich sehe und höre dasselbe wie du. Im Moment bin ich an Bord von Space Force One und sitze Rosalind Myers gegenüber, der Präsidentin der neuen Vereinigten Staaten von Amerika. Die Präsidentin? Scheiße, das ist kein Witz. Nein, das ist todernst. Das Flugzeug wurde gehackt und fliegt direkt auf Night City zu. Bald landen wir in Dogtown. Unser Funk ist gestört, blockiert. Ich hatte keine andere Option als den Relic. Im Moment bist du unsere einzige Kontaktperson am Boden. Du bist doch Netrunner. Kannst du nichts gegen den Hack machen? Doch, ich bräuchte nur 24 Stunden, die richtige Ausrüstung und literweise Kaffee. Leider habe ich gerade nichts davon.
Du willst mir echt weismachen, dass Präsidentin Rosalind Myers bei dir ist? Sitzt mir direkt gegenüber. Sie weiß schon Bescheid. Wartet nur auf dein Okay. Scheiße, Mann. Und ich bin echt der Einzige? Meine letzte und einzige Hoffnung. Das Leben der Präsidentin und ihre Sicherheit haben höchste Priorität. Sie wird den Aufprall überleben. Aber Doc Town, du musst sie aus dem Flugzeug holen, bevor dir jemand zuvorkommt. Jemand? Soll heißen? Erwartest du etwa jemand Bestimmten? Kurt Hansen, Doc Towns selbsternannten Boss. Der Mann hat zig Gründe, Myers als Geisel zu wollen. Er hätte das Flugzeug nicht allein hacken können. Also gibt's in Washington einen Maulwurf. Aber das klären wir später. Du hast gesagt, du kannst mir helfen. Stimmt das? Ich habe dir gezeigt, was ich kann. Das war lange nicht alles. Ich kann dich heilen. Ein für alle Mal. Ich will dir ja echt gern glauben, aber... Schon klar, wie. Du bist am Ende. Ohne Ausweg. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Hier, nimm das als Vorschuss. Dein Relic ist voller beschädigter Daten. Ich beseitige sie und schaffe Platz für Zeug, das du gebrauchen kannst. Zum Beispiel? Nova Militech Kampfsoftware. Die liegt sonst eh nur ungenutzt rum. Ha. Vielleicht meine ersten Relic Points. Du hast den Relic-Vorteilsbaum freigeschaltet. Um die zugehörigen Fertigkeiten zu erlernen, benötigst du Relic-Punkte, die eigens für diesen Vorteilsbaum genutzt werden. Du findest sie in Militech-Datenterminals an verschiedenen Orten in Docktown. Diese Datenterminals werden auf deiner Karte angezeigt, wenn du dich ihnen näherst. Wenn du alte Militech-Missionsdaten und Kampfberichte herunterlädst, erhältst du einen Relic-Punkt, den du im Relic-Vorteilsbaum ausgeben kannst. Meine Fingerspitzen kribbeln. Fühlt sich gut an. Oh, das kann mehr als kribbelnde Finger, glaub mir. Bisher hast du die Basisversion der Software. Aber die kann was. Sie lernt und wächst mit dir. Und verbessert sich, wenn du sie mit Daten fütterst. Kampfanalysen, legendäre Aufträge, Missionen, bei denen sich das NCPD einmachen würde. Sieh dich in Docktown um. Da muss ich erstmal hin. Der Haupteingang ist keine Option. Ohne Pass kommst du da nicht rein und mir fehlt die Zeit, einen zu fälschen. Du schleichst dich schön heimlich von hinten rein. Dich darf niemand sehen oder scannen. Ich hoffe, ich bereue das nicht. Keine Angst. Dafür sorge ich schon. Ich bin bei dir und helfe so gut ich kann. Okay. Also ein kleiner Geheimweg nach Docktown, aber wir schauen jetzt erstmal natürlich unser Relic an. Da ist es, ganz neu. Level 16 sind wir. 3 verfügbare Relic-Punkte haben wir. Und 3 Ausgangsskills, die kosten auch jeweils 3, wie man sieht. So, wir können Mantis klingen, aber ich bin nicht so der Nahkämpfer. Neue Fähigkeiten für Iron Cyberware. Das ist ganz cool. Notfalltarnung verbessert die Cyberware-optische Tarnung. Ja, die haben wir. Okay, das Aktivieren von optischer Tarnung im Kampf durch Drücken von mittlerer Maustaste oder von dem Mausrad sorgt dafür, dass Gegner nicht aus dem Blick verlieren. Nice. Im Kampf kannst du jetzt Schwäche in der gegnerischen Panzerung und Cyberware erkennen. Treffer auf Schwächen verleihen dir 100% kritische Trefferchance, 25% Panzerdurchdringung, Schadensboni für Schwachstellen. Das ist natürlich echt ganz nice. Notfalltarnung ist beides ganz cool. Mitten im Kampf unsichtbar werden, das kann man noch verbessern. Beim Ducken wird die Zeit vorübergehend verlangsamt, wenn du entdeckt wirst. Weiche aus oder stürme aus dem Blickfeld des Gegners, um den Kampf sofort zu beenden, auch cool. Und hier, das Zerstören bei der gegnerischen Schwäche verleiht dir Erscheinungsfrequenz von neuen Schwächen, kritischer Schaden gegen Schwächen. Nehmen wir mal das hier, das Ding ist sehr cool. Oder will ich davon noch was? 2 Punkte hätten wir noch. Ausdauer. Wenn du einen Gegner mit einem Fernkampfangriff auf den Kopf oder eine Schwachstelle neutralisierst. Was haben wir jetzt hier? Nachladegeschwindigkeit.
Ganz nett. Ganz kurz, hier habe ich nochmal beim Nachladen von Waffen, beim Sprinten, Rutschen und Klettern. Das finde ich halt, dass ich mal dann vernünftig nachladen kann beim Sprinten. Ich bin ganz schön auf den Sack, dass man das nicht kann manchmal. Und darauf warte ich irgendwie noch, dass ich mit Attributspunkten nochmal ein Level erreiche. Die anderen Sachen sind jetzt nicht so dringend. Okay. Das Parkhaus. Da. Hinterm Zaun. Das haben früher Schmuggler benutzt. Jetzt bist du dran. Schleich dich rein. Lenk zur Not die Wachen ab. Denk dir was aus. Ich hier nochmal, dass ich von hier. So, wenn ich nichts mehr sagen kann. Weil sich umdreht. Dazu haben wir eine schallgedämpfte Pistole. Oh Gott, wie die Sichtfelder sich da überlappen. Auf den guckt eigentlich keiner. Komm zu Papa! Und drin sind wir. Okay, geh rein. Such nach einem Netzzugangspunkt. Verlink dich damit, dann kann ich dir helfen. Du musst eine Ebene runter. Sieh dich nach einem Weg um. Such jetzt nach einem Wartungsraum. Da drin findest du bestimmt eine Stromquelle. Ach, das sieht doch gut aus. Generator haben wir erstmal gefunden. Irgendwas ist angegangen. Sehr gut. Genau das wollten wir. So, hier war doch jetzt bestimmt was, wenn wir hier wieder Strom haben. Ach, da, schau an. Okay, hat geklappt. Perfekt. Steige jetzt ins System ein. Uralt. Keine proto-alten Protokolle. Beschädigte Daten. Moment, ich muss einen unserer Satelliten pingen. Mal gucken, welches aktive Doctown-Netzwerk mit dieser Infrastruktur verbunden ist. Eine kleine Hintertür. Und weiter geht's. Falls ihr übrigens die Vorgeschichte schauen wollt, los auf die Plattform. Was bisher passiert ist, zum Parkhaus. Bevor ich jetzt nach Doctown gekommen bin, könnt ihr natürlich in die Playlist schauen. Moment, zuerst hast du den Rally gehackt, dann Johnny stumm geschaltet. Jetzt erwächst du einen Schrotthaufen zum Leben. Ziemlich krass. Wer hat dir das beigebracht? Ich bin eine NUSA-Informationsanalytikerin. Ich wurde von Experten ausgebildet. Und die wollten mich haben, weil ich mir mit 13 ein altes Deck beim Ripper an der Ecke gekauft habe und seitdem ständig im Netz bin. Und da wurde man auf mich aufmerksam.
Die Geschichte fühlt sich unvollständig an. Als wäre sie komplizierter. Vielen Dank. Augenblick, bei der Kraft noch mal kurz was umstellen, bin gleich wieder da. So, passt alles. Ja, ganz fit das Relic nicht. Kann schon ordentlich was bewirken hier, die Songbird. Wow. Lebst du noch? Glaub schon. Kommen wir jetzt da hoch, hier rüber über den Van. War knapp. Beinahe abgestürzt. Nochmal. Okay. Warte mal ganz kurz. Okay, was ist los? Übrigens, muss echt nervig sein mit so einem abgehalfterten Rockerboy im Kopf. Du sagst es. Anstrengend. Bist wohl kein Silverhand-Fan. Bitte. Samurai war schon beim zweiten Album. Haben wir nicht mal gehört, wie sie noch den Johnny gedisst hat? Warte mal ganz kurz. Weil die aufladen sollen meine Beine. Muss echt nervig sein. So einem abgehalfterten Rockerboy im Kopf. Klingt anstrengend. Bist wohl kein Silverhand-Fan. Bitte. Samurai war schon beim zweiten Album mies. Präsidentin Myers wünscht dir viel Glück. Okay. Hallo, zurück an die Präsidentin? Richte ich aus. Ich habe ihr unseren Plan erklärt. Typisch Rosalind. Sie sagt, halt mich auf dem Laufenden. Sitzt da, nippt an ihrem Gin, blättert im Kalender und verschiebt Meetings. Die Frau haut nichts um. In der Metro. Als ich gerade erst angefangen hatte, habe ich nach solchen Orten gesucht. Den Strom angezapft, mich verlinkt, mich sozusagen ins Netz gestohlen. Ich habe die gefährlichsten Aufträge gemacht und dabei viel gelernt, auch wenn es weh tat. Aber ein paar Mal sind mir richtig große Dinger gelungen. Irgendwas, wovon ich in BBS-Feeds gelesen habe? Biotechnica. 3 oder 64. Fermentierungsanlage in Oregon, ganz inoffiziell. Sagt dir das was? Hm, ja, da klingelt was. Aber du bist nicht beeindruckt? Doch, doch. Total beeindruckt. Aha. Kennen wir uns mit Hacking nicht genug aus, als dass wir das würdigen können anscheinend. Rein in den Aufzug. Ich erledige den Rest. Gleich bist du in Dogtown.
Mach einen Bogen um Hansons Schläger. Apropos Kurt Hanson, was weißt du sonst noch über ihn? Hanson war Offizier. Militech. Am Ende des Vereinigungskriegs sollte seine Einheit Night City einnehmen. Seine Leute eroberten diesen südlichsten Zipfel und blieben einfach hier. Haben den Abzugsbefehl verweigert, die Waffen eingesteckt und Dogtown gegründet. Sie haben einen Krieg gegen den nächsten eingetauscht. Ob heiß oder kalt, Krieg bringt eben die meiste Kohle. Treppe hoch durchs Lager. Das sollte zum Markt führen. Holt euch Munition, Sturmgewehre und taktische Ausrüstung. Zu harmlos? Seht euch hinten um. Guck mal an. Max-Tech-Helme wie neu. Was mit den Vorbesitzern ist? Wen zur Hölle kümmert's? Neuer Waffen, ihr wollt ja euren eigenen Arasaka-Geschützturm? Wollen wir kurz reingucken. Krasse Mordstrom. Außer bei einem Meltstromer habe ich sowas noch nie gesehen. Du meinst das hier? Das ist doch gar nichts. Zieh dir das mal rein. Oder das hier. Okay. Hast du eine Art Unfall gehabt? Gibt viele Theorien dazu. Cyberpsychose, Unfall in der Kindheit, eine eingestürzte Mine, such dir was aus. Und welche Story stimmt? Die, die mir die meiste Kohle bringt. Apropos, was kann ich für dich tun? Geile Sammlung. Keine Angst, dass was von alleine losgeht? Chill mal, bin mit allen davon verbunden. Feedbackschleife, sicherer Link und all das. Du bist mit allen verbunden? Hast du keinen Schiss vor einer Überladung? Ich? Schiss? Naja, vielleicht ein bisschen. Okay, der ist auch so ein bisschen. Aber blöd. Egal, das Zeug soll ja nicht kalt werden, nicht wahr? Zieh dir das Teil an. Rostovich DB2 Satara hat angeblich diesem Brick-Typen gehört. Woher hast du das Teil? Ein guter Händler verrät seine Quellen nicht. Aber bei mir gibt's alles, was du dir wünschst. Lass deine tödlichen Träume wahr werden. Okay. Aber es sind auch teure Träume, anscheinend. Ja, die ganzen. Ja, gibt's ikonische Waffen? Eine gute Pistole. Tech-Pistole ist eh nicht so spannend. Zumindest die jetzt nicht so. Ach, ist aber nicht so schlecht von der Angriffsgeschwindigkeit. Aber so viel Geld haben wir nicht. Wollte mal reinschauen. Danke für das Angebot. Das ist der Schwarzmarkt hier. Aber da können wir auch später nochmal wieder herkommen. Wir wollen erstmal dahin gehen, wo Songbird uns hingelotst hat. Schließlich gibt es da ein bisschen Stress. Hier spricht Kurt Hanson. Wenn du das hier hörst, bist du am richtigen Ort. NCPD? Denkwege? Nicht in Dogtown. Steuern? Wer braucht schon Steuern? In Dogtown sorge ich für die Sicherheit deiner Geschäfte. Solange du dich an meine Regeln hältst. Klingt fair? Finde ich auch. Na dann. Synthetikfleisch. Genuss pur. Probier's noch heute. Das ist gebraucht, das erkenne ich gleich. Ich gebe dir 20. 30. Nein, nein, warte! Es ist nicht so, wie es aussieht. Weg, vergiss nicht, wer du bist. Wobei, egal. Tylko to tak, tak z głową. Wiesz, żeby nas to po prostu nie zjadło. Wracamy na rynki europejskie, a potem cały świat. Mariusz Gilbert. To jest przyszłość. Wie?
was ich fragen wollte. Wie schlimm ist das für dich? Uff. Na, was meinst du? Ich arbeite für einen mysteriösen Netrunner und suche im schlimmsten Teil von NC nach der N-USA-Präsidentin. Und das alles für einen kleinen Hoffnungsschimmer. Also bin ich entweder verrückt oder verzweifelt. Falsch, wie? Das heißt, dass du Eier hast und nicht aufgibst. Ich spüre, wie schwer das ist. Aber du kämpfst trotzdem weiter. Nett von dir. Hoffentlich stimmt's. Kopf hoch. Wir hängen da beide drin. Weise Worte. Geh weg. Ihr hört alles. Polizeidrohnen. Du glaubst nicht, was die Arschkrampe gesagt hat. Der vorherige Besitzer nutzte es nur am Wochenende, um in North Oaks herumzufahren. Gebrauchtwagenhändler. Du bist mit der Miete 2 Monate im Rückstand. Also, wird das jetzt wie willst du an so viel Kohle kommen? Meinst du, du kriegst Hansens persönlichen Schutz nach 5 Minuten und einem Handschlag? Der Handschlag ist mir scheißegal. Mir steht die Scheiße bis zum Hals und der Pegel steigt. Ich hab keine Zeit. Helft ihr mir? Okay. Ab aufs Dach mit dir. Was? Wozu denn? Die schöne Aussicht. Ich mein's ernst. Von da aus siehst du nämlich, wo wir gleich landen. Okay. Nimm den Aufzug. Scheiße. Da ist ein Schaltkreis durchgebrannt. Hab keinen Zugang. Und jetzt? Starte mal den Generator neu. Ein Problem nach dem anderen. Bei dir geht alles kaputt. Die Tech hier pfeift aus dem letzten Loch. Oder die Hardware schmiert ab, weil du zu grob hackst. Okay, läuft wieder. Der Aufzug kann jetzt hoch zum Dach. Übrigens, wir erreichen dann gleich den Luftraum von Night City. Die Landung wird unangenehm. Bist du bereit? Und auch für alles, was danach kommt? Weiß nicht, ob man für eine erzwungene Landung bereit sein kann. Vor allem in Dogtown. Aber mit dir sehen unsere Chancen besser aus. Du bist da. Gut. Was jetzt? Dann ist die Ruhe vor dem Sturm. Siehst du? Das sind wir. Space Force One. Wir verlieren an Höhe. Gleich wird's holprig. Ah, da. Oh, fuck. Was ist los? Wow. Was zum Teufel? Songbird! Scheiße, verdammt! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Fuck! Ah! Okay. Okay. Ich schaffe das. Rette die Präsidentin. Klar doch, kein Problem. Da. Kein Problem. Ganz toll. In der Tat mal ganz toll.
Okay. Okay, sie ist noch da. Songbird. Und draußen. Sicher gelandet. Scheiße, Songbird. Ich dachte, du wärst. Oh, fuck. Ja, ich weiß. Songbird, die Katze, ist jetzt bei ihrem 7. Leben. Ich habe Myers in den Sicherheitsraum gebracht, bevor ich zum Schleudersitz bin. Zum Wrack wie. Rette sie. Bis auf weiteres rufe ich in Dock. Raketen, Songbird? Die haben euch gerade abgeschossen. Scheiße, das gibt's doch nicht. Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass Hansen so krank im Kopf ist. Oder so entschlossen. Beeilung, bloß. Und weiter? Hast du einen Plan? Finde Myers. Bring sie zur Liz Crest Street. Momentan der sicherste Ort in Dogtown. Okay. Ich melde mich wieder. Viel Glück, Lee. Okay, Liz Crest Street. Aber müssen wir erstmal zur Präsidentin kommen jetzt. Außer ihr wollt euch eine Kugel einfangen. Bis auf weiteres rufe ich in Dogtown den Notstand aus. Überweise schon geil aus hier. Informiert. Wer denn? Das NCPD? Ja, oder Gangs. Oder Konzernratten. Ich frag mich, warum Hansen das Ding abgeschossen hat. Das ist echt ein Geschrei die ganze Zeit. Jesus, Hansens Leute sind schneller. Danke und wir warten. Das waren vielleicht 5 Sekunden. Ich habe das aufgenommen, was hier unten abläuft. Vorsicht. Hier kommst du nicht ohne Ärger durch. Ich weiß, was du kannst. Aber ich will keine Risiken eingehen. Also Kopf runter. Okay? Hier geht's nicht lang. Umdrehen, Freundchen. Okay, haben die alles abgesperrt? Ich bin spät dran. Mein Kunde wartet schon. Das ist jetzt so, Chu. Lass mich doch vorbei. Das sieht doch keiner. Das hab ich wir haben noch nicht unsere optische Tarnung, falls sein muss. Ansonsten versuchen wir ein bisschen außerhalb. Und? Wie läuft's? Gar nicht. Was machst du denn seit 10 Minuten? Wonach sieht's denn aus? Was sagen die Anzeigen? Die Batterie ist noch okay. Liegt an was anderem. Woran? Sehe ich aus, als wüsste ich das? Oh Mann. Wir sind total am Arsch. Ich guck mir nochmal die Kabel an. Okay, die sind zum Glück abgelenkt, damit ihr im kaputten Auto. Uff. Okay. Was nicht? Was denn? Es geht los. Was? Wo? Kriegst du dafür denn nicht genug? Nein, wir sitzen sonst nur rum und kontrollieren. Okay, ich muss irgendwie auf die Treppe hier, darüber. Direkt davor stehen welche. Jim, ich hab eine Frau und 3 Kinder. Uff. Okay, vielleicht kann ich die mitnehmen. Gefährlich aus. Scheiße. Eine Scheren-Schwebebühne. Ich habe halt auch kein Betriebssystem mehr, um sowas zu hacken und für Ablenkung zu sorgen. Guck da hoch, komm ich hier. Ups, zu weit hoch. Da! Rotflinte klärt das! Renn! Kletter das Gerüst hoch! Los! Das ist der Plan. Ein bisschen höher gesprungen, als ich erst gedacht hätte. Jetzt wäre es ganz praktisch, wo ich die loswerden kann mit der optischen Tarnung. Viel schneller. Eigentlich bin ich jetzt schon ganz schön weit weg. Ja, sehr gut.
Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel Feuer hier immer in Dogtown herrscht und wie viel jetzt von dem Space Force One-Absturz ist. Scheiße. Hansons Leute sind da. Sieht so aus, als sollen die hier aufräumen. Wie viele seid ihr da unten? Es waren 11 an Bord, inklusive mir und Rosalind. Keine Ahnung, wie viele noch leben. Wie muss ich doch... Warte, ich hab's. Der Kranarm, kletter drauf, ich kann ihn hochfahren. Es muss jetzt schnell gehen. Übers Dach, dann geradeaus zum Wrack. Von der Flanke, verdammt! Es gibt kein Entkommen! Hat er mich doch gesehen, das Schwein. Neutralisiert sie. Dass ich nicht nach unten falle. Das ist ein ganz schön gefährliches Gebiet hier. Komm, streck den Kopf raus. Bargest! Ja! Weiter! Mehr Kugeln! Auf den Boden, das explodiert gleich. Gelandet, nicht aufgepasst. Erstick an meinem Blei! Ah! Dass sie gleich überladen sind. Weiter zum Wrack. Und pass auf wen du schießt. Da sind auch NUSA. Naja, ich versuch aufzupassen. Lass jetzt nicht nach! Warum? Lass ihn Blei fressen! Naja, irgendwie. Geht
der sein Fadenkreuz bestimmt Sache ist mit den neuen. Was ist denn weird? Das mit den neuen Schwachstellen zu tun? Werde angegriffen! Ordentliche Gefechte hier. Die Seite, Leute! Flanke! Ich übernehme die Flanke! Sieht die ziemlich schlecht. Im roten Visier auch. Die Lage gerät außer Kontrolle! Flanke ist offen! So billig ums Eck. So wie ich. Die Lage hält außer Kontrolle! Ja, bitte sehr. Ich hab da etwas für dich! Aha. Siehst du die Luke? Schnell! Na los, rein. Der Tank ist isoliert. Der explodiert nicht. Kannst du was sehen? Ein großes, kaputtes Flugzeug. Gibt's Überlebende? Zumindest kein Begrüßungskomitee. Verdammt. Sind wir zu spät? Tief durchatmen. Noch wissen wir nichts. Ich sehe mich um. Im hinteren Teil sollte es einen Sicherheitsraum geben. Ich schließe die Tür auf. Die Präsidentin ist zwar nicht ganz wehrlos. Keine Bewegung! Wer bist du? Du hast 5 Sekunden! Rosalind Myers, vor dir steht die Lösung deiner aktuellen Notlage. Ich heiße V. Klingt zwar kitschig, aber das ist gerade mein Lieblingsbuchstabe. Tut mir leid. Ich musste sicher sein, dass du es bist. Okay, aber jetzt los. Oh, Scheißdreck. Verdammt, die lassen nicht nach. Anscheinend. Feind in der Folge! Wir müssen sie loswerden. Oh. Wow. Ja. Pistole ist auch Schrott. So, schon besser.
Okay, mit der Pistole. Gegen den ist halt ein bisschen shit. Habe ich da nichts Besseres? Ich soll mal kurz gucken, statt der Shotgun oder der Maschinenpistole. Was vielleicht gegen den haben. Sturmgewehr. Präzisionsgewehr. Panzerdurchdringung. 50% Panzerdurchdringung immerhin. Nehmen wir wahrscheinlich das. Guck. Können wir leider nicht benutzen. Ist ja genau das Richtige. Munition mehr. Warum lade ich nicht nach? Fucking hell. Oh. Ja. Oh. Pistole da an dem Mac rumknabbern. Die kriegen mich nicht. Ups, wo ist da noch jemand? Mehr Gegner! Wir können die Stellung nicht halten! Sehe nicht, der Haupt- oh, da ist der. Das wird in einer Lehre sein! Etwas für dich! Die Lage ge- ah. Oh. Bringt sie alle um! Granate! Runter mit euch! Ja! Unsaubere Technik! Aber gutes Ergebnis! Saubere Technik? Wow. Fuck, meine Munition geht komplett aus. Will mich verarschen? Ist sehr furchtbar. So, wo haben wir denn überhaupt noch ein bisschen Munition? Für die Schrotflinte. Wir können es auch was craften sonst, glaube ich. Die Munition noch nicht gemacht. Rucksack nicht verfügbar, ja, im Kampf. Sehr witzig. Achtung, ich muss nachladen! Verwundet! Ich brauche Deckung! Deckungsfeuer! Beschäftige sie! Ja, wird ganz gern. Hab ich Munition. Songbird, bist du da? Wie? Gib mir einen Status. Wir beide sind noch am Leben.
Okay. Geh zu dem leeren Gebäude in der... Elizabeth Kress, schon klar. Ich bin nicht senil. Da kann man gut untertauchen. Keine Wärmesignaturen. Steht also leer. Niemand da. Und jetzt Bewegung. Bring Myers in Sicherheit, ja. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Munition, damit das nicht so ein ganz aussichtsloses Unterfangen ist. Alles okay? Kommst du mit? Hab Songbird dran. Ihr geht's gut. Und sie hat für uns ein Safehouse gefunden. Songbird. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Aber sie landet immer auf den Füßen. Ihr beide hattet irres Glück. Oh. Vielleicht dank dir. Ja. Mit. Erzähl nicht so viel. Was für ein verfickter Albtraum. Meine Leute sind tot. Alle. Wegen mir. Ja, oder wegen Hansen. Albtraum, genau. Dann wach auf. So leicht ist das nicht. Du ahnst ja nicht, welches Ausmaß das hat. Wir wurden gehackt. Also hatte Hansen Hilfe. Aus Washington. Die NUSA-Regierung weiß zweifellos von dem Absturz. Die haben die Landung in Doctown über die Satelliten verfolgt. Es sei denn... Es sei denn, die Sache ist noch viel komplizierter. Hansen verbreitet garantiert schon seine Propaganda. Da bin ich mir sicher. Dann können unsere Leute erst recht nicht über die Grenze. Ich kann niemandem trauen. Ich sollte... Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich verstehe schon. Aber denk dran, dass ich auch noch da bin. Du? Und Songbird. Wir holen dich aus der Scheiße raus. Danke, Vi. Wir halten uns an den Plan. Danach sehen wir weiter. Warte mal. Verdammt. Was ist los? Wenn Hansen jemanden in Washington hat, können die mich überall, jederzeit finden. Ich habe einen subdermalen Tracker. Der muss sofort raus. Oh. Okay. Er steckt direkt neben einer Arterie. Ich brauche deine Hilfe. Oh Gott. Die Präsidentin hat einen Tracker? Weird. Sicherheitsmaßnahme. Falls ich aus dem Weißen Haus ausbreche und mir die Nacht um die Ohren schlage. Hilfst du mir? Hoffentlich weißt du, was du da tust. Ohne den Tracker bist du auf dich gestellt. Nun, jetzt bist du ja da. Augen zu, denk an irgendeinen abgefuckten Wichser. Hilft mir immer. Es ist eine lange Liste. Umso besser. Moment, ist das... Drohne, beeil dich! In Deckung! Das war knapp. Ja, das war echt knapp. War ich ein bisschen bummelig. Wie? Ich bin da. Bin doch unsichtbar geworden mit der Tarnung. Alles noch dran? Vorerst. Ob so bleibt, ist eine andere Frage. Ihr müsst ganz nach oben. Ich melde mich später. Ich hab Songbird dran. Sie sagt, wir sollen höher klettern. Geh vor. Ist schließlich deine Stadt. Doctown ist nicht meine Stadt. Kölz Köter sind euch auf der Ferse. Beeilt euch. Los jetzt, gib Gas. Songbird, kannst du das hacken? Frag unseren Schutzengel, ob sie diesen Aufzug in Gang setzen kann. Der Aufzug braucht etwas Runner-Magie, Song. Hm, bin schon dran. Oh, oh. Sorry, Vi. Meine Magie reicht hier nicht.
Wir brauchen Strom. In der Nähe gibt es einen Wartungsschacht mit einem Sicherungskasten. Folge dem Gerüst. Ich muss das Licht wieder anknipsen. Bin gleich wieder da. Okay, ich warte so lange hier. Gleich mal ganzen Shit anschauen, den wir hier einsammeln. Wundert mich, dass wir noch nicht überladen sind. Feuerzeug. Das hätten wir nicht. Das haben wir natürlich nicht vergessen. Er fährt wieder. Okay, gibt es keine Abkürzung zurück? Doch, sehr schön. Meinst du, das klappt? Was, wenn wir stecken bleiben? Das finden wir gleich raus. Wir befinden uns in einem fahrenden Aufzug in einem total verlassenen Hotel. Meinst du nicht, dass das auffällt? Ach, überlassen wir den analytischen Teil Songbird. Aus dem Brennen. Die kleinen Scheißteile sind unruhig und haben empfindliche Sensoren. Wenn die uns entdecken, wird's schnell ungemütlich. Dann geh mal ein bisschen zurück, lieber. Direkt vorne stehen. Präsidentin und Drohnenflüsterin? Tja, manche Sachen lernt man einfach in der Armee. Es gibt nur einen todsicheren Weg an diesem Modell vorbei. Mit Geschwindigkeit. Todsicher klingt verstörend. Rennen ist kaum ein Plan. Aber sonst fällt mir nicht... Warte. Drohne, links von dir. Ferngesteuert. Wenn ich eingreife, verrate ich, wo ihr seid. Das wollen wir ja nicht. Im Restaurant ist ein Subnet-Zugangspunkt. Wenn du dich verlinkst, kann ich da feindliche Signale fälschen. Wie werden die Drohnen ablenken? Machbar. Wir sollten uns an denen vorbeischleichen. Gefährlich, gefährlich. Ich glaube, an der Stelle machen wir eine kleine Pause und spielen in der nächsten Folge weiter. Kommt auch heute noch gleich die nächste Folge. Es geht jetzt wieder zackig weiter hier mit dem neuen Content zu Phantom Liberty. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Abo da und schaltet wieder ein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.